Wir starten in die Sendung mit dem Christopher Street Day, dem CSD in Frankfurt. An der Veranstaltung unter dem Motto Here and Queer nahmen auch die Bundesinnenministerin und hessische SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser sowie erstmals mit einem eigenen Wagen das evangelische Stadtdekanat teil. Und ich glaube, man sollte auch nochmal appellieren an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration, dass man sich auch fragt, mit wem geht man da eigentlich auf die Straße? Man muss eben sich auch fragen lassen, mit wem geht man da auf die Straße? Und das sind halt schon wichtige Fragen dieser Tage. Demonstranten tragen ein schwarzes Plakat, auf dem steht: Bildet Banden. Schafft die Polizei ab. Queers schlagen zurück. Nichts anderes als ein Gewaltaufruf gegen die Polizei. Man muss halt aufpassen, mit wem geht man dort und lässt man das, was da an Hass und Hetze oder auch an Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen und Beamten stattfindet, dann auch gegen sich gelten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, unterhält sich auf dem CSD mit zwei Polizisten. In Höhe des Eschenheimer Tors wurde unser Streifenwagen als Teilnehmer des Aufzugs von einzelnen Teilnehmenden aus dem Aufzug heraus angegriffen. Um einen weiteren störungsfreien Verlauf zu gewährleisten, haben wir den Streifenwagen aus der Demo entfernt. Grund für den Zwischenfall sind offenbar Konflikte innerhalb der Community, wie mit der Polizei umzugehen sei. Diejenigen anzugreifen, die ein friedliches und sicheres Fest ermöglichen, ist absolut inakzeptabel. Affäre um Gastbeitrag. Faeser verweigert Auskunft zu Antifa-Verein. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen. Ich danke Ihnen. Man muss eben sich auch fragen lassen, mit wem geht man da auf die Straße?